Okay, es geht weiter. Ja. Ich habe eine Idee. Ich habe keinen Plan, wo ich hingehen soll. Deswegen werde ich einfach das Einfachste machen, was ich machen kann. Und einfach den Weg, den hier einfach betreten. Und ja. Wir gehen einfach mal hier nach oben. Und sehen uns mal hier an. Wir waren hier schon da einmal. Und okay, gehen wir mal hier rein. Okay, hier ist das zweite Schatz. Hey, ihr da. Ich hoffe, von wem ist das jetzt? Die Equipment. Ich hoffe, das ist von Robo. Der kann auch eigentlich mal angreifen. Mädchen, was soll die. Ach, das bringt schon was. Okay. Okay, das bringt schon was. 346. Und oha. Mal erreicht diese Stufe. Das kann ich auch schon sehen. Okay. Geld zurückgehalten. Fick dich doch. Was will ich mit Geld anfangen hier? Okay, Geld zurückgehalten und was bringt es mir? Nichts. Ach komm. Okay, wir greifen dich hier erstmal an. Von der Leiter aus greifen wir dich an. Und bist weg. Sehr, sehr gut. Speichern. Und so. Okay. Sehen uns mal da oben hin. Warte, wo führt mich dieser Weg hin? Was ist das für ein Bastard? All das Ausrüstung gehalten. Okay, das ist gut. Ach, dich werde ich verprügeln. Komm her. So ein Schwachmat. Der schläft einfach hier rum. Warte, ich will meine ganzen Sachen auch zurückbekommen. Ich will jetzt nicht einfach rumgehen und meine ganzen Sachen einfach zurücklassen. Okay, dann muss ich wieder hoch. Eilers Sachen haben wir zurück, aber Robos Sachen noch nicht. Da gehe ich einfach so rein. Okay, da komme ich hier hin. Okay. Komm, wir gehen einfach durch die Mitte. Hey, ihr da. Okay, wir werden sowieso alle Räume untersuchen, deswegen kein Problem. 358 und 165, du bist weg. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass ich das noch in diesem Part schaffe, weil solche Levels mag ich eigentlich gar nicht, weil das immer so nervend ist und warte mal, wo komme ich jetzt denn hin? Okay. Ich weiß nicht, wo das da ist, aber anscheinend ist es einfach da. Das führt mich dann wieder zurück. Deswegen gehe ich einfach mal nach oben. Komm hier wieder raus. Ich hoffe, die Gegner sind nicht wieder da. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ich greife einfach alle an, weil es mir Spaß macht. Und es bringt noch Erfahrungspunkte. Okay, 746. Ach, fick dich doch ins Knie, du kleiner Klatscher. Wieso klatscht eigentlich? Klatscht du jeden? Ha, ha, ha. Und 16 Tech-Punkte. Okay. Drück. Dankeschön. Okay, dann. So haben wir es gemacht. Ach, fick dich, da ist eine Truhe. Okay, ich hoffe, das ist die Sachen von Robo drin. Oder die Objekte, die ganzen Objekte. Das ist auch schon gut. Das Geld, Objekte und Ausrüstung sind weggegangen. Okay, das ist alles. Wenn ich jetzt die ganzen Objekte habe, dann muss ich nur die ganzen Ausrüstung für Robo finden. Danach bin ich froh. Das ist gut dann. Das ist dann sehr, sehr gut. Ach, fick dich doch ins Knie. So, weg mit dir. 166. Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, wenn ich das gemacht habe, muss ich eigentlich die ganzen anderen Räume nicht mehr untersuchen. Okay, Objekte zurückgehalten. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt muss ich noch von Robo ganzen Sachen holen. Speichern wir mal. Okay, hier geht's weiter mit der Story. Deswegen machen wir einfach weiter und suchen die ganzen Sachen von Robo. Nee, nee, nee. So nicht hier. Erstmal alles finden. Hey, ihr da. Wo habt ihr meinen Döner gelassen? Keine Ahnung. Und Angriff. 376. Und dann noch 32. Boah, sehr, sehr gut. Und ich weiß, was als nächstes kommt. Ihr könnt euch schon denken, was für ein Boss da kommt.
weil dieser Wichser. Hä, warte. Weil dieser Dalton, was benutzt er seit dem ersten Mal, was wir ihn gesehen haben? Ja, ein Golem erwartet uns und der letzte Golem. Weil nach diesem Bossfight und den nächsten Bossfight kann ich mit der Sidequest sofort beginnen. Weil, wenn ich das gemacht habe, bin ich mit der Hauptquest fertig. Jetzt kann ich dann sofort mit Lavos kämpfen und dann versuchen zu gewinnen. Aber erst will ich mal Sidequest machen und alles. Mich verstärken und gut leveln. Okay, speichern wir mal. Und wo zum Teufel lande ich hier die ganze Zeit? Ach komm, wir machen einfach so. Glaube ich. Ach, willst du mich verarschen? Ach, du Drecksbastard. Egal. Ich muss nur die Sachen von Robo finden, dann habe ich alles. Aber ich hoffe, ich finde die Sachen von Robo. 184, aber Robo kann auch nicht angreifen irgendwie. Er ist irgendwie unfähig ohne seine Sachen. Yep. Okay, so. Warte. Ah, okay, da geht's da weiter. Gehen wir hier. Okay. Hey, ihr da. Das ist mein Dünner. Klatscher. Ich glaube, hier sind die letzten Sachen von Chrono. Chrono ist schon wieder tot. Ey, scheiße, dass er gestorben ist. Aber was soll man machen? Manchmal muss man sterben, manchmal auch nicht. Und er musste sterben. Aus irgendwelchen Gründen musste er sterben. Und durchziehen. Und hier rein. Und hier ist nur Kack drin. Hier ist nur Kackfratz drin. Okay, hier muss seine Sachen sein. Wenn nicht, dann ist es dämlich. Dann ist es echt dämlich. 367, ja. Und durch die Schächte habe ich auch keinen Bock mehr irgendwie rumzugehen. Weil ich denke mal, das gibt keine Schätze mehr. Für mich. Ich habe nachgelesen, gibt es auch nicht mehr eigentlich. Ja, seine Sachen sind da. Seine Sachen sind da, seine Sachen sind da, das ist doch sehr, sehr toll. Seine Sachen sind da, das ist doch super toll. 190. Und so, 80. Sehr, sehr gut. 378, 8 Tech-Punkte. Ich hoffe, die Sachen sind da, ich hoffe, die Sachen sind da. Robo-Ausrüstung. Yeah. Und runter mit dir. Jetzt haben wir alles, was ich holen musste. Okay, ich klatsch die mal. Ich denke mal nicht, dass da irgendwas ist. Aber versuchen schadet ja nicht. Warte, kam ich nicht von hier? Doch, ich kam von hier. Aber ich habe nicht auf der rechten Seite geguckt, deswegen. Okay, Robo kann auch wieder schnell aufladen. Und BAMS! 185. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr. Was Eisangriff? Was zur Hölle? Ich habe irgendwie Tech gelernt, die ich einfach ganz schnell weggedrückt habe. Was habe ich jetzt gelernt? Schlecker! Ja, das war noch immer am besten. Ausrasstrahl gibt einer Person Lebensangriff. Gletscherangriff. Und was hat sie noch gelernt? Ah ja, Antipode 2 habe ich noch gelernt. Habe ich total vergessen zu sagen. Kraft sinken. Antipode 2, din din. Doppelfalle, din din din. Zum Glück habe ich gekämpft, din din din. Ah, hier kann ich wieder speichern. Der neue König. Der neue König, der von. Ach, okay. Nein, nein, nein. Ich will erstmal speichern. Und nein, ich will erstmal Unterkunft machen. So. So, und dann speichern wir mal. Und wir machen mal ein Safe State zur Sicherheit und dann raus mit uns. Ach, ich habe keinen Bock auf euch Viecher. Komm, hör auf. Hör auf zu existieren. Hör auf. Okay, zum Glück sind das nur die Viecher, die immer wieder auftauchen. So. Was war es hier, der Ausgang? Ja, hier war das. Okay, hier komme ich zum Bossfight. Und die Luftschächte. Hä? Hat sie nicht davor irgendwas gesagt? Dass da irgendwas ist? Okay, die. Hä? What the fuck? Okay, komm. Warte mal, hat sie nicht davor. Wollte sie nicht irgendwas sagen?
Aber ich hab das... Hä? Bin ich ein bisschen behindert oder was? Okay, 25 Schaden. Hallo, triff mal. Warte, wenn es jetzt weiter so lange... Okay, das hat jetzt getroffen. Okay, selbst zerstört. Aber ich krieg keine Erfahrungspunkte. Okay, wieso? Ach komm, hör auf. Ach, hör auf. Hör auf, das hat keinen Sinn mit dir. Das hat keinen Sinn mit dir. Willst du mich verarschen? Komm. Gut so. Selbst zerstört? Nein, du greifst mich an, weil ich dich angegriffen habe. Deswegen habe ich kein Problem damit. Aber du bist tot. Wieso zerstörst du dich nicht selbst? Ach komm. Selbst zerstört? Ich weiß gar nicht, ob ich sehr viele Erfahrungspunkte bekommen werde. Okay, das ist sehr schwer, dann wieder runterzukommen. Ich werde mal alle hier kämpfen. Okay, versiege alles mal, wenn es dir Spaß macht. Aber ich mache mir eher ein Safe State. Immer zur Sicherheit machen, das ist immer gut. Das ist immer gut. Das ist doch immer gut. Warum greifst du mich an? Das ist doch nicht toll. Das ist einfach nicht korrekt. Wieso trifft keiner von euch ihn? Wieso seid ihr so dumm? Och, leck mich. Okay, selbst zerstört, hat keinen Bock mehr auf uns. Ich kann es auch verstehen. Okay. Ach komm, wir machen einfach mal so. Okay, da kommt gleich sowieso der Bossfight. Tötet mir. Ach komm. So. Okay. Okay, okay, okay. Safe State. Hallo? Hallo? Kommt jetzt der Bot? Okay, muss ich hier wirklich alle besiegen? Okay, da besiege ich alle. Feuersturm, Feuerturm. Feuerturm? Inwiefern ist das ein Turm? Hat er gerade uns angegriffen? Hallo, das hast du schon gemacht. Wie oft willst du das noch versiegeln? Sind das zwei Stück von denen? Oder drei Stück? Ihr wollt mich doch verarschen. Ich habe drei auf einmal erwischt. Bin auch noch so dämlich und geht in die Mitte von denen auch noch. Ach, ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich. Okay. So. Zerstört euch mal selbst. Hallo, zerstört euch mal selbst. Okay, du bist weg. Selbst zerstört. Okay, selbst zerstört. Selbst zerstört. Sehr, sehr gut. Immer selbst zerstören, das ist immer was Gutes für euch. Verdammt, okay, jetzt kommt der. Es müsste ja kommen. Ach, jetzt kommt der. Was ist da los? Eine ungeheure Reaktion magischer Energie. Also musste ich nicht... Oh, der Boss-Golem. Der große Bruder von den anderen Bastardos. Ich weiß nicht, er greift auch nicht an oder so. Angriff mit Eis. Oha. Doppelfalle. Der Sektorbomber, den haben wir auch noch nicht gesehen. Der Gedanke hat gezählt. Ach komm, Schock hier. Du machst mal den Dreierkick. Er hat 15.000 Lebenspunkte. Okay, der Dreierkick zieht auch viel ab. Normale Angriffe nicht. Okay, irgendwas kommt gleich. Irgendwas hat er vor. Das heißt nichts Gutes. Eiswurf mache ich gleich mal. Okay, Dreierkick, Dreierkick. Ich hasse große Höhen.
Was zur Hölle? Eiler, nicht aufgeben. Was zur Hölle? Muhaha, fertig, ich hab's geschafft. Hey, was ist das für ein Bossfight? Unlogisch, fick dich. Seht dieses schöne Schiff. Das ist ein königswürdig. Ich nenne es nun die Aerodalton Majestasse. Und sie werden meine ersten Opfer sein. Aerodalton Majestasse, bereit zum Angriff. Du hast echt keinen Sinn für Namensbegebung, Ergebung oder Benennung. Nein, 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 nein. Stopp diese Musik. Ja, das klingt besser. Okay, hat Radio angemacht. Geil. Ach, ich mag den alten Wichser. Fertig zum Abflug. Naja, manchmal mag ich Dalton schon, aber er ist schon eigentlich ein Wichser. Die Aerodalton Majestasse. Haustorn, wir haben kein Problem. Hat er sogar eine eigene Männer eigentlich weggeschubst? Du Wichser, was nimmst du in unserer Epoche weg? Das ist Epoche oder Epoche. Bestimmt wollten sie Epoche dahin machen, aber das war einfach zu viel für die Entwickler, deswegen Epoche. Epoche. Epoche fliegt? Nein, es schwimmt. Es ist nicht Epoche, es ist die Aerodalton Majestasse. Frachach. Was ist das für ein Lachen? Frachachachachachach. Ich kenne von Black Bear See. Hahaha. Okay, das ist auch geil. Ihr seid Übergepäck. Macht es wie der Wind und weht hinfort. Epoch kann angreifen? Das wusste ich gar nicht. Hahaha. Wie kleine Insekten kommt ihr mir vor. Wir müssen Epoch zurückerobern. Es ist alles deine Schuld. Chrono. Gib Chrono zurück. Ja, komm. Gib Chrono zurück, du Bastard. Ihr. Dalton Plus. Inwiefern ist das anders jetzt als der normale Dalton? Ich weiß es nicht. Ich mach mal einen Schock auf ihn. Und er hat auch nicht so viele Lebenspunkte. Eisenorb. Ja, seine behinderte Attacke ist immer noch da. Kraft. Aerosa. Okay, du machst auch das auch noch auf ihn. Aber ich heile dich mal. Deswegen bin ich ein guter Mensch. Fick dich. Eiswurf mache ich mal. Du machst Schock. Mach Schock. Oha, okay. Los, Chef Golem. Wie? Ja, dein Chef Golem ist weg. Ich habe gewonnen. 2500 Erfahrungspunkte erhalten. 40 Deckpunkte erhalten. 2000 Gil erhalten. Robo reicht nächste Stufe. Male reicht nächste Stufe. Ey, ich verstehe es jetzt nicht. Ich verstehe es jetzt nicht, wie ich dich jetzt besiegt habe. Keuch, keuch. Erfolg. Epoch, okay. Seht nach, ob er die Steuerung verändert hat. Diese Instrumenten sind ungewöhnlich. Eiler, drücke Y. Okay, jetzt muss ich drücken. Hab ich? Verdammt! War das jetzt geplant oder was das? Oha! So ein kleines Schiff, dann versuche X. Ja, okay. Was jetzt? Ach du Kacke! Ja. Okay. Schiff geht kaputt und stürzt wohin? Wo stürzt es? Sag jetzt nicht auf die Menschen. Jawohl, Dalton bekam, was er verdient hat. Ja, das Kind, was geweint hat, freut sich auch wieder. Oh, dieses Schiff kann fliegen. Den. Ich hätte meine CPU verbinden sollen. Ich brauche einen guten Zustand. Ich brauche Vogel geworden. Glück gehabt, wenn wir die falschen Knöpfe betätigt hätten. Chrono. Also habe ich richtig gemacht. Super. Wenn Epoch intakt ist, dann ist Chrono sicher auch. Chrono ist stark. Chrono nicht sterben. Ja, Chrono ist ein starker junger Mann. Und?
Denn Krone muss irgendwo sein. Ich werde ihn finden. Ja, das ist die erste Zeitquest, die wir machen müssen. Ja, jetzt beginnt eine noch andere Sache. Nach den komischen Bossfights, die wir bisher erlebt haben, geht es weiter mit einer anderen Sache. Ihr habt euch bestimmt gewundert, warum da noch eine Lücke frei ist. Es gibt einen Grund dafür. Es gibt einen siebten Charakter. Und der siebte Charakter ist da. Dafür brauchen wir den Frog, der in unserer Truppe ist. Und nehmen wir die auch mal raus. Die müssen auch mal viel reden. Und hier. Jetzt erscheint Margus. Also da seid ihr. Margus! Seht, alles ist im Meer versunken. Vergangen sind das magische Reich des Eifers und alle Träume und Ambitionen seines Volkes. Und du bist Janus, sag es endlich. Einst lebte ich dort, aber da war ich jemand anderes. Ja, der Janus. Der Janus mit dem großen Penis. Ein Dimensionswarp. Diese Macht ist jenseits menschlicher Kontrolle. Nein, wir werden hineingesogen. Schala! Nein, Janus, bleib weg! Aber... Warte, das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist was... Ach so, das ist das, was was passiert ist, bevor wir uns eingemischt haben. Das ist also passiert. Es ist ein... Ja, was ist das? Und so sehen die Gurus aus. Ein Zeittor? Hier, die Gurus sehen eigentlich schon geil aus. Nein! Schala! Rette mich! Janus! Ja, die Mutter hat ihren eigenen Sohn geopfert. So eine Dreckschlampe. So eine dreckige Schlampe. Sowas kann mir gestohlen bleiben. Melchior! Und hier landet der andere Guru. Und der landet hier beim... Das ist... Ja, er ist... Ihr werdet ihn später sehen. Hey! Erkennt ihr dieses Hey? Hier ist nichts, das muss. Wartet. So. Das Zeitende sein. Das Zeitende. Und hier trifft es sie auf den hier. Du Wichser, wie rufst du kleine Bastardos auf ihn zu? Ach, das war die Geschichte, wie Janus zu Össi kam. Aha, du bist. Du warst dieser ungezogene Range. Wer ist Range? Seit ich durch Lavos Zeittor in der mittlere Ära gestanden bin, habe ich auf eine Revanche gewartet. Ihr kam dazwischen, als ich Lavos in mein Schloss beschwört hatte. Paradox, dass ich ausgerechnet wieder hier landete, nachdem ich ein weiteres Tor gesogen worden war. Ich kam aus der Zukunft und meine Kenntnis der Vergangenheit ließ mich die Königin glauben machen, ich sei ein mächtiges Orakel. Aber kein Geschichtsbuch konnte mich auf hiesigen Ereignissen vorbereiten. Unvorstellbar ist Lavos Macht. Wer sie herausfordert, muss veruntergehen. In diesem Fall werdet auch ihr einem schrecklichen Schicksal entgegensehen, wie dieser arme Narr Krono. Du wagst es, ihn zu beleidigen? Ja, du wagst es, ihn zu beleidigen, du scheiß Opfer. Er ist Geschichte. Wer mit dem Feuer spielt, muss verbrennen. Markus, hüte deine Zunge. Ihr wollt mich bekämpfen? Nein. Wenn ihr das machen, passiert was Geiles. Dich zu bekämpfen bringt weder Cyrus noch Krono zurück. Din, 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 din. Wartet! Din, 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 din. Ich komme mit euch. So schnell, Verrat! Verrat! Wisst ihr, es könnte möglich sein, ihn zurückzubringen. Unsinn! Kaspar, der Guru der Zeit, weiß, wie man verlorene oder verrutschte Zeitströme richten kann? Ja, das ist Margus, der unser neuer Mitstreiter ist. Margus ist Level 37 und er kommt für die hier rein. Warte mal, er soll als... Was war das denn jetzt? Okay, er soll als... Ach komm. So. So. Er soll als Anführer laufen. Er läuft echt geil. Yeah, ich laufe. Ach, seine Ausrüstung. Seine Ausrüstung will ich mal ansehen. Nein. Magnet-Elm. Okay, das ist alles schlecht für ihn hier. Amulett. Ich könnte ihn so stark machen. Hastgurt. Ach komm, wir geben ihm einfach Hastgurt.
Das Amulett war sowieso sinnlos. Und wir haben Margus als Charakter. Yeah. Und ihr habt gesehen, was die ganzen anderen Gurus geworden, geworden sind. Also erstmal hier was kaufen gehen, oder? Einkaufen. Ja, jetzt können wir was kaufen gehen. Hurricane. Ewigpanzer. Ja, ich habe nicht mal genügend Geld dafür. Okay, dann musst du damit... Bis bald. Und auf Wiedersehen. Er hat mehr Währung. Habe ich auch schon bemerkt. Okay, ich werde mal ein bisschen leveln gehen und ein bisschen kämpfen und so. Hey, was ist mit dir los? Komm mit. Hallo? Komm her, Mädchen. Achso, ich dachte schon, die wollte nicht mehr. Okay. Wir sehen uns das nächste Mal. Wo auch das, wo da die Sidequest beginnt mit mir. Also, tschüss.